Wenn man Lolita von Wladimir Nabokov richtig lesen und verstehen möchte, muss man sich immer eines vor Augen halten. Es ist zuallererst, wie zuallerletzt, ein Buch der Lesermanipulation. Lolita besteht aus drei Teilen. Erstens aus dem Vorwort eines Psychiaters namens Dr. John Ray, der die Memoiren des Literaturdozenten Humbert Humbert herausbringt. Und diese Memoiren bilden den längsten, den zweiten Teil. Der dritte Teil ist das Nachwort Nabokovs zu den ersten zwei Teilen. Das Ganze wirkt zunächst wie ein Verwirrspiel. In Wahrheit will es uns Leserinnen und Leser vordergründig verführen, um hintergründig den Psychiater des Vorworts und unsere Memoiren schreibende Literaturdozent mit Namen Humbert Humbert als virile Tyrannen zu entlarven. Die beiden Opfer Humbert Humberts, Solita und ihre Mutter Charlotte, kommen nur selten zu Wort. Man sieht sie fast ausschließlich durch die Augen des Täters, Humbert Humbert. Psychiater Dr. John Ray, also der Verfasser des Vorworts und der Herausgeber, feiert die Memoiren des Literaturdozenten Humbert Humbert als wunderbar lyrischen Bericht eines psychisch Kranken, der am Schluss Reue empfindet. Liest man den Roman daraufhin, geht man den Charlatan vom Psychiater Dr. John Ray auf den Leim, der wiederum dem Literaturdozenten Humbert Humbert auf den Leim gegangen ist. Der empfindet, so glauben wir, am Ende wirklich Reue. Doch in der Mitte des Romans macht sich Humbert Humbert über Filme lustig, in denen Reue zu einer Apotheose, das heißt zu einer Verklärung nach einem Reue- und Schuldbekenntnis führt. Lolita ist also als Ganzes ein doch und doch verlogenes Werk. Als unser Memoirenschreiber Humbert Humbert gegen Ende auf seinen Gegenspieler trifft, Claire Quilty, und ihn erschießt, da wirkt es so, als würde Claire Quilty an den Kugeln nicht wirklich sterben. Und Humbert Humbert beschleicht das Gefühl, dass alles, was er erlebt hat, nur eine Inszenierung Claire Quiltys war. Ganz falsch liegt er damit. Nicht nur, dass nicht Claire Quilty es ist, sondern Nabokov, der dies alles inszeniert, wie Nabokov in seinem Nachwort betont. Nabokov ist es natürlich zuletzt, der sowohl John Rays als auch Humberts Manipulationen durch geschickte Einsprengsel unterläuft. Und dies ist sonst keinem Autor der Weltliteratur geglückt. Ein Roman zu schreiben, der uns alle perfekt manipuliert, ja beherrscht, um diese Manipulation zugleich als Manipulation fühlbar zu machen, die natürlich zunächst die Opfer des Romans im Roman selbst betrifft und dann auch uns Leserinnen und Leser in Mitleidenschaft zieht. So verwundert es nicht, dass Asach Nafisi in privaten Seminarrunden an der Universität von Teheran nicht 1984, also 1984, von George Orwell diskutierte, sondern Lolita, in dem sich die subtilsten Formen von Unterdrückung finden. Der Roman war nach der Drehung der Schraube, The Turn of the Screw von Henry James, einer der ersten, wenn nicht überhaupt der erste, den Missbrauch nicht nur von Kindern überhaupt erst zu Bewusstsein brachte. Meine Damen und Herren Geschworene, mit dieser Beschwörungsformel beginnt also ein herzkranker Literaturdozent von 40 Jahren unter dem ausnahmsweise mal freiwillig komischen Pseudonym Humbert Humbert seine Verteidigungsschrift unter dem Titel Lolita. Und mit dieser Formel sind ebenso ihr hier als Publikum von Literatur ist alles und als Leserin und Leser des Romans Lolita von Wladimir Nabokov gemeint, wie im Roman selber die tatsächlichen Damen und Herren Geschworenen, die über Humberts mörderischen Fall zu befinden haben. Seine Lolita verfasst Humbert Humbert in nur 56 Tagen, man glaube das mal, in einer psychiatrisch umhüteter Untersuchungshaft vor seiner Gerichtsverhandlung. Will man dem Vorwort des Herausgebers Dr. John Ray, unserem Psychiater, wie wir wissen, Glauben schenken, soll das Buch ein zerknirschtes Geständnis sein. Doch kaum setzt es ein, schwingt sich Humbert Humbert seiner durchtrieben lustvollen Beschwörung eines Tabubruchs auf zu Gesprächen mit seinen Lesern, mit euch, und mit seinen Toten, zu einer erlesen, unverschämten Abrechnung mit der Psychoanalyse, zu einem obszönitätsfernen, erotischen Hohelied und lyrischem Liebesgeständnis. Lolita, Licht meines Lebens, jeder kennt das ja, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele, Lolita. Die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne. Lolita. Sie war low, einfach low am Morgen, wenn sie vier
Fußzehen groß in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita, oder? Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita, the tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Lolita. She was low, plain low in the morning, standing 4'10" in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita. Zitat Ende. Und ihr hört hier gleich zu Beginn bereits heraus, mit wem ihr es zu tun haben werdet. Mit einem Pädophilen und Verbrecher, der the tip of the tongue taking a trip for 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth mit T, To, Ta und Pä, Tä, Ti den Horror seiner Besessenheit lautmalerisch verbrennt. Der Anfang ist berühmt, klar. Er ist aber vor allem pure Manipulation. Tut er doch als große Liebeserklärung so, als hätte ihn Lolita geliebt. Das Gegenteil ist der Fall. Sie hat ihn gehasst. Sie geht an ihm zugrunde. Für Hamlet ist Lolita eine Lola, Marlene Dietrich aus dem Blauen Engel. Wir haben schon wieder vergessen, dass diese angebliche Lola ein Kind war und ist. Und nicht von ungefähr inszeniert sich Herbert Hamlet als Künstler und als genialen Wahnsinnigen obendrein, der als Künstler alles und jeden hochstilisieren darf. Zu verteidigen hat sich Herbert Hamlet aber nicht etwa wegen Kindesmissbrauchs, wie zu erwarten wäre, auch nicht wegen Mordes an jener Dolores Hayes alias Lolita, alias Dolly, alias Low und so weiter, oder an seiner Gattin und Lolitas Mutter Charlotte Hayes, wie die Leser im Laufe des Romans vermuten, sondern wegen Mordes an einem grottenschlechten Dramatiker mit Namen Claire Quilty. Nabokov kehrt die klassische Struktur des Kriminalromans um. Wir wissen anfangs nur, dass es eine Leiche gibt und Hamlet jemanden auf dem Gewissen hat. Doch wen? Der Mörder Hamlet steht von Anfang an fest. Es ist der Ermordete, Claire Quilty, nachdem wir bei der Erstlektüre fahren. Und der Ermordete, Claire Quilty, teilte mit Hamlet die Obsession für angeblich dämonische Mädchen zwischen den Altersgrenzen von 9 und 14, die beide, Hamlet und Quilty, Nymphlein, Nymphets nennen. Diese Nymphlein bilden neben Mann und Frau, Knabe und Mädchen, für sich ein eigenes drittes, ein teuflisches und ewig lockendes Geschlecht. Ach, und wie sehnt sich Hamlet gerade jetzt in seiner Zelle hinter grauen Gitterstäben in die freiheitstollen Auen einer verzauberten Insel hinein, umgeben von einem weiten, undurchdringlich dunstigen Meer, zitieren wir mal, Schiffbruch. Ein Atoll. Auf einer Südseeinsel allein mit dem schaudernden Kind einer ertrunkenen Passagierin. Liebling, es ist doch nur ein Spiel. Ja, bei der Erstlektüre hat das was Komisches, vielleicht was Komisches. Bei der Zweitlektüre dann schlecht. Und für Nabokov sind wahre Leser immer wieder Leser. Und auf die zweite, die dritte Lektüre kam es ihm an. Diese, seine Nymphchenliebe, seine Nympholepsie, erklärt sich Hamlet in frecher Nutzung freudianischer Erklärungsmuster daraus, dass er im Geschlechtsakt mit einer verhängnisvollen Urelfe seiner ersten 12-jährigen Liebe Annabel Lee in seiner Jugend im Hotel seines Vaters in der Riviera 1922 mehrfach unterbrochen worden ist. Und hier folgt nun bereits einer seiner heute legendären erotischen Höhenflüge. Szene, Sommer, Strand an der Riviera, Nacht, Sternenhimmel. Und darunter der junge Hamlet und Annabel, nackt unter ihrem leichten Kleid, Zitat. Sie sagte das höher als ich, und so oft es sie in ihrer einsamen Verzückung dazu drängte, mich zu küssen, senkte sie den Kopf mit einer schläfrigen, sanften, matten Bewegung, die fast märtyrerhaft war, und ihr bebender Mund, von der Schärfe eines geheimnisvollen Tranks verzogen, kam mit einem zischenden Einziehen des Atems nah an mein Gesicht. Kurze Pause. Ihr habt in diesem einen Satz bereits Motive, die teils den Roman durchziehen werden, teils Hamlet an jenen Nymphlein, knabenhaften Mädchen, der er 13, das schläfrige, matte, erschöpfte, fast kranke, passive, die Märtyrerrolle, in die Hamlet seine Mädchen drängen wird, dann den wie von einem Trank
verzogenen Mund, also den Zwang des Liebestranks, und zuletzt durch das zischende Einziehen des Atems, das dämonische, vampirhafte des sogenannten Nymphleims. Annabelle Lee ist, wie alle ihre Nachfolgerinnen später in Hamlets Augen, Täterin und Opfer in einem, Märtyrerin und Vampires weiter. Kam Annabelle also mit einem zischenden Einziehen des Atems nahe an mein Gesicht und sie versuchte, ihre Liebespein zu lindern, indem sie zuerst ihre trockenen Lippen rau gegen die meinen rieb. Dann zog sich meine Liebste mit einem nervösen Schütteln des Haars zurück, kam dunkel wieder an mich heran und ließ mich an ihrem offenen Mund weiden, während ich mit einer Hingabe, die bereit war, ihr alles zu schenken, mein Herz, meine Kehle, meine Eingeweide, ihrer ungeschickten Faust das Zepter meiner Leidenschaft zu halten gab. Also seien wir mal offen, obwohl das Zepter meiner Leidenschaft für den irrigierten Penis natürlich auf den ersten Blick etwas allzu gesuchtes, blumiges hat, ist die Metapher nur konsequent, als sich Hamlet als ein Prinz im Hotelkönigreich am Meer seines Vaters gefühlt hat. Bei einem anderen Autor wie Henry Miller oder Charles Bukowski stünde hier einfach, sie nahm einen Schwanz in ihre kleine Faust. Die Zepter-Metapher besitzt zusammen mit der ungeschickten Faust einer bis zu dem Humor, ja wiederum Komik, und umgeht so geschickt die Obszönität, das geile, öde Mittelmaß, mit dem Nabokov in seinem Nachwort nichts zu tun haben wollte und nichts zu tun haben will. So, weiter. Annabelle Lee stirbt auf Korfu an Typhus. Hamlet studiert in London und Paris Literatur, verkehrt hauptsächlich mit Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Mädchenkinderbordellen und homosexuellen Cafés, ist 4 Jahre lang mit einem, so sagt er, dickbrüstigen und so gut wie hirnlosen Trampel verheiratet, lässt sich scheiden, tritt das Bilderbuch Erbe seines Onkels aus Amerika an und gerät 1943 in den USA sogleich wieder in die Klauen einer seiner vielen Depressionen. Und der folgende scheinsachliche Bericht ist typischer Nabokov vom Feinsten. Man sollte eigentlich ja sagen, typischer Hamlet, weil sich ja Nabokov nie dahinter versteckt. Vor allem dadurch, dass Hamlet im vorausgesetzten Einvernehmen mit uns Lesern seine Dauerschwermut kuriert, indem er Psychiater mit ihren eigenen Mitteln tüchtig übers Ohr haut. So schreibt er. Der Leser wird mit Bedauern erfahren, dass ich bald einen neuen Anfall von geistiger Verwirrung erlitt und ich verdanke meine völlige Wiederherstellung einer Entdeckung, die ich während meiner Behandlung in einer kostspieligen Spezialklinik machte. Ich entdeckte, dass die unerschöpfliche Quelle gesunder Freuden das Hänseln der Psychiater ist, sie geschickt irrezuführen, sich nie anmerken zu lassen, dass man alle ihre professionellen Tricks genau kennt, komplizierte Träume, die Klassiker ihrer Branche, für sie zu erfinden, die ihnen den Traum erpressern, Albträume verursachen und sie schreien aus ihrem Schlaf auffahren lassen, sie mit vorgeschwindelten Urszenen zu necken und ihnen nie auch nur den leisesten Einblick in die eigene wahre sexuelle Not zu erlauben. Durch Bestechung bewog ich eine der Krankenschwestern, mir meine Akte zugänglich zu machen und voller Schadenfreude stieß ich auf Karteikarten, die mich als potenziell homosexuell und total impotent bezeichneten. Ach Gott, der Spaß war so köstlich, seine Ergebnisse in meinem Fall so erfrischend, dass ich nach meiner völligen Genesung, ich schlief wunderbar und aß wie ein Schulmädchen, noch einen ganzen Monat da blieb. Und dann legte ich noch eine Woche zu, nur um das Vergnügens willen, es mit einem einflussreichen Neuankömmling aufzunehmen, einer vertriebenen und gewiss verrückten Berühmtheit, der bekannt für seine Fähigkeit war, den Patienten weiß zu machen, sie seien Zeugen ihrer eigenen Empfängnis gewesen. Zitat Ende. Das trifft's. Aber diese ewigen, fast schon professionellen Umgang mit Freudianern ist es zu verdanken, dass Hamlet uns hintersinnig ironisch glauben machen will, er sei wegen des Jugendtraumas mit Annabelle Lee bis zur Raserei auf junge Mädchen fixiert. Eine Fixierung, die er, so seine These, nur durch den geglückten Vollzug eines Liebesakts mit einem Mädchen in Annabelles Alter wieder heilen kann. Hamlet instrumentalisiert also die Vulgärpsychoanalyse seiner Jahre zu seinen Zwecken und macht sich dabei über sie lustig. In Ramsdale, Neuengland, sucht Hamlet
1947 ein Haus zur Untermiete und begegnet in Dolores Hayes, alias Lolita, seiner Jugendliebe Annabel wieder. Er späht in ihr gar ein besonders tödlich behexendes Exemplar der Dämonenspezies Nymphlein. Es war das gleiche Kind, die gleichen zerbrechlichen, honigfarbenen Schultern, der gleiche seidige, geschmeidige, nackte Rücken, der gleich kastanienbraune Haarschopf. Ein gepunktetes Tuch um den Oberkörper geknotet verbarg meinen alternden Gorilla-Augen, nicht aber den Blicken junger Erinnerung, die jugendlichen Brüste, die ich eines unsterblichen Tages liebkost hatte. Und als wäre ich die Märchenamme einer kleinen Prinzessin verlaufen, geraubt, wiedergefunden, in Zigeunerlumpen, durch die ihre Nacktheit den König und seine Meute anlächelt, erkannte ich das winzige, dunkelbraune Muttermal an ihrer Seite. Mit Ehrfurcht und Entzücken. Der König weint vor Freude, es blasen die Trompeten, die Amme ist betrunken, erblickte ich wieder ihren holden, eingezogenen Bauch, wo einst mein südwärts segelnder Mund kurz verweilte, und die knabenhaften Hüften, an denen ich den gezackten Abdruck küsste, den das Gummiband ihrer Shorts hinterlassen hatte, an jenem letzten, unvergesslichen Tag hinter den Roche-Rose. Die 25 Jahre, die ich seitdem durchlebt hatte, liefen in einer zitternden Spitze zusammen und entschwanden. Er kann schreiben wie ein Zauberer, ne? Wieder reingefallen. In Ramsdale also, bei Lolita und ihrer Mutter Charlotte, quartiert Hammett sich ein. Verliebt sie in Lolita und verfällt ihr. Nachdem Hammett Lolitas Mutter Charlotte geheiratet hat, um in Hautnähe seines Mädchen-Kobolds Lolita zu bleiben, sehnt er täglich den Tod seiner Gattin herbei. Und nachdem Gattin Charlotte dann durch einen Autounfall glücklich ums Leben gekommen ist, kurft unser schwarzer Witwer mit Lolita ein Jahr lang im Uhrzeigersinn wie in einem Roadmovie durch die USA. Den Sex, den Lolita ihm ein einziges Mal vielleicht, ein großes vielleicht, aus freien Stücken gewährt hat, erpresst und erkauft sich Humbert nun von Motel zu Motel. Er plant, und jetzt kommt was Wichtiges, was viele Leser und Leserinnen überlesen haben. Er plant, sich nach Mexiko abzusetzen und mit Lolita dort Lolita die Zweite zu zeugen, um sich der Ersten entledigen zu können, kaum dass sie ihrem Nymphlein-Alter entwachsen ist. Denn je teurer sich Lolita ihre erzwungenen Dienste samt Oralverkehr bezahlen lässt, verkommt sie in Hammets Augen, das sind alles Zitate bitte, das bin nicht ich, zum ordinären, vulgären Liebchen, zum kleinen Biest, einer gemeinen Schlampe und dem billigsten aller billigen Hörchen. Am amerikanischen Unabhängigkeitstag 1949 ist Lolita, wen wundert's, ne, plötzlich verschwunden. Hammett versuche, sie und ihren Entführer aufzuspüren, bleiben vergeblich, bis Lolita ihren Stiefvater, Hammett, 1952 von sich aus um finanzielle Hilfe bittet. Sie ist mit dem Kriegstauben Richard F. Schiller vermählt, ist mit ihren 17 Jahren hochschwanger, aller ihrer Nymphenreize beraubt und rettungslos verbraucht. Sie verrät Hammett den Namen desjenigen, von dem sie sich einst entführen ließ, um Hammett zu entkommen und so in die Klauen von Hammetts noch gewissenloserem Doppelgänger und Triebgenossen zu geraten. Eben jenes Dramatikers Claire Quilty, der erzwungene Sexspiele zwischen Minderjährigen gemeinsam mit seiner Assistentin Vivian Darkbloom zu filmen pflegt. Verwahrlost und gintrunken erschießt Hammett Claire Quilty, lässt sich verhaften, vollendet im Gefängnis das Buch, das wir unter dem Titel Lolita in Händen halten, stirbt im November 1952 an Herzversagen, noch ehe die Gerichtsverhandlung beginnen kann, so wie Lolita wenig später weit ab in Alaska an einer Totgeburt. Der Psychiater Dr. John Ray bringt den Roman heraus, mit einem Vorwort versehen, das die allgemeingültige Lehre des Buches betont. Er sagt Folgendes: Das vernachlässigte Kind, die egozentrische Mutter, der keuchende Verrückte, sie warnen uns vor gefährlichen Strömungen, weisen auf herrschende Übelstände hin. Lolita sollte für uns alle, Eltern, Sozialarbeiter, Erzieher, Anlass sein, uns mit noch größerer Wachsamkeit und Hellsicht der Aufgabe zu widmen, eine gesündere Generation in einer weniger unsicheren Welt großzuziehen.
Lolita wäre demnach so eine Art Struwwelpeter-Lektion für Erwachsene. Doch Nabokovs Nachwort zum Roman dementiert diese Moral der Geschichte als das übliche Psychopädagogengeschwätz und verrät darin zugleich, dass er einmal drauf und dran war, das gesamte Werk zu vernichten. Nein, gleich mehr als einmal, dreimal, musste ihn seine Frau Vera davon abhalten, das Manuskript in der Gartenabfalltonne ihres Mietshauses in New York zu verbrennen. So inhaltlich gewagt erschien Nabokov der Roman, an dem der aus Sowjetrussland, dann aus Berlin in die USA vertriebene Einzelgänger seit 1950 gearbeitet hat. Und so albtraumhaft schwer war es für ihn zu schreiben. Und dies nicht nur, weil Nabokov wie Joseph Conrad dafür die englische Sprache erst mühevoll zu handhaben lernen musste. Schwer zu schreiben war das Buch zuallererst einmal, weil Nabokov für Lolita die Perspektive des Ich-Erzählers wählte. Stellt euch vor, ihr hättet euch vorgenommen, täglich bis zu 16 Stunden am Schreibtisch in die Haut eines kleinen mädchenverrückten Sittensträuchs zu fahren und die Bekenntnisse eines Witwers weißer Rasse zu verfassen, wie die Memoiren Humberts eigentlich heißen. Und die Geschichte einer Liebe zu einer 12-Jährigen von der Perspektive dieses Typen her aus. Stellt euch aber bitte zusätzlich noch vor, dass Nabokov sich vorgenommen hat, diese Geschichte einer einseitigen Liebe nicht nur ausnahmslos aus dem Blickwinkel des Sittenstreus zu schreiben. Nabokov hat sich vorgenommen, dass zugleich und trotz der Ich-Perspektive des Täters hinter dem Rücken des Täters seine Opfer Lolita zu Wort kommen sollen. Lolita soll ganz und gar keine klinische Fallstudie über einen pädophilen Straftäter in Romanform werden, wie der Herausgeber und Psychiater Dr. John Ray am Anfang des Romans irreführend verspricht, sondern ein Kunststück der Einfühlung in Verbrecher und Opfer. Ein bis heute äußerst zwielichtiges Unterfangen, das dem Roman zwar den Rang eines Haupt- und Meisterwerks gesichert hat, aber auch den Ruf eines Romanvergehens und kalkulierten Skandals. Hinter den manischen Vorstellungen, die der Sexualverbrecher Humbert von seiner Lolita und Lolitas Mutter Charlotte hat, soll für Nabokov die eigentliche Lolita und auch die eigentliche Charlotte Hayes sichtbar werden. Und diese beiden, Lolita, die eigentlich Dolores Hayes heißt, und Mutter Charlotte, sind Humberts Opfer. Und dass Lolita sein Opfer ist, verrät schon ihr Name. Abgeleitet ist Dolores nämlich vom lateinischen Dolor, dem Schmerz. Man sieht, Nabokov setzt sich fast Unmögliches zum Ziel. Doch das Unternehmen reizt ihn, gerade weil es so unmöglich scheint. Und bringt ihn darum auch fast um den Verstand von Verzweiflung. So, jetzt kurz etwas zu Lolitas Mutter Charlotte. Auch das wird meistens überlesen und gehört hinein, wenn man Lolita richtig lesen will. Humbert tut Charlotte unentwegt als sentimentale, oberflächliche und etwas dümmliche Mittelstandshausfrau ab. Sie hat nach ihrer Heirat mit Humbert, so erfahren wir einmal ganz nebenher, in Philadelphia für sich und ihren frisch angetrauten Humbert eine neue Matratze bestellt. Obwohl nach Humberts Geschmack die alte Matratze für seine ihm ohnehin nur unangenehmen ehelichen Pflichten völlig ausgereicht hätte. Viel später wird Charlotte von einem Auto erfasst und zu Tode geschleift. Humberts Weg zu Lolita steht offen. Er verabschiedet sich von Ramsdale und im Geiste fröhlich von der toten Charlotte, fährt weg und sieht gerade noch, wie, Zitat, ein Lastwagen mit einer Matratze aus Philadelphia vertrauensvoll auf ein verödetes Haus zurollte. Ein Satz, nur ein Satz. Und hier haben wir die für den Roman charakteristische Mischung aus Komik und Grauen, das in dem Adverb vertrauensvoll steckt. Komisch ist es, wenn ein Lastwagen vertrauensvoll einen Hügel hinabrollt. Und zugleich völlig grauenhaft, weil Lastwagen und Matratze darauf vertrauen, dass Charlotte noch lebt. Dieser Satz birgt die ganze Tragödie von Charlotte Hayes, die so viel Hoffnung in ihr Leben mit Humbert gesteckt hat. Die Matratze steht dafür ein. Wer also Lolita richtig lesen möchte, muss auf solche Details achten. Nabokov will, dass sich sein Erzähler Humbert durch seine scheinbare Offenheit tarnt
und uns von Anfang an dazu verführt, dass wir ihm willig alles glauben, was er uns augenscheinlich so offen und so ehrlich beichtet. Er wird uns dabei aber Dinge verheimlichen, uns austricksen wollen, uns dies verraten und jenes bewusst verschweigen. Der Autor Nabokov dahinter aber wird uns durch solche Details wie Charlottes Matratze Hinweise darauf geben, dass Hamlet uns etwas verschweigt. Und der Autor Nabokov wird uns hinter dem Rücken Hamlets, aber weiterhin immer nur aus Hamlets Perspektive schildern, wer Hamlets Opfer Lolita in Wahrheit ist. Gerade indem wir also angehalten sind, Hamlets Perspektive zu durchdringen, stoßen wir auf die wenigen, aber endlos traurigen Passagen, die Nabokov im Nachwort dann die Nerven seines Romans nennt. Erst an ihnen zeigt sich mit voller Wucht, was Pädophilie, was Kindesmissbrauch wahrhaft ist. Generationen von Lesern haben sich gefragt, ob Hamlets Reue gegen Ende des Romans echt oder lediglich ein weiterer Anlass für einen Drahtseilakt stilistischer Bravour ist, der zuletzt in Kitsch kippt und pure Sentimentalität. Also ganz einfach, das Ende ist Kitsch, Sentimentalität und verlogen bis dorthin aus. Schon laufen Polizisten dabei, um Hamlet zu verhaften, als sich Hamlet erinnert, wie er einmal, als Lolita längst verschwunden war, auf einer alten Bergstraße halten musste. Jetzt kommt das Zitat. Kleine Heuschrecken sprangen aus dem dürren Unkraut am Straßenrand hoch. Eine leichte Wolke öffnete die Arme und ich wurde einer melodischen Einheit von Geräuschen gewahr, die wie Dampf von einer kleinen Bergwerksstadt in der Talmulde zu meinen Füßen aufstiegen. Leser! Was ich hörte, war die Melodie spielender Kinder, majestätisch und präzis, fern und zauberhaft nah, freimütig und himmlisch rätselhaft. Ich stand in meiner luftigen Höhe und konnte mich an diesem musikalischen Vibrieren nicht satt hören. Und da wusste ich, dass es nicht das Fehlen Lolitas an meiner Seite war, das hoffnungslosen Schmerz in mir weckte, sondern das Fehlen ihrer Stimme in diesem Chor. Hamlet sieht also ein, dass Lolita ihre Kindheit und Jugend geraubt hat. Und Joanne K. Rowling, die Schöpferin Harry Potters, wie ihr wisst, bricht nach eigenem Bekunden jedes Mal in Tränen aus, wenn sie diese Passage liest. Doch schon wieder, das weiß Rowling auch, ist sie auf Hamlet hereingefallen. Der Roman vereint alle vier Grundgeschichten in sich. Liebe, Intrige, Krimi-Abenteuer und das Muster der Selbstfindung, also jene Reise eines Menschen von der Selbsterforschung zur Selbstüberwindung. Aber Selbstüberwindung und Reue bleiben mir höchst zweifelhaft. Wahre Reue und moralische Bekehrungen hat Hamlet lange vor dieser Szene anlässlich eines Kinobesuchs zu verstehen gegeben, finden nur im Film und in trivialen Musicals am Broadway statt. Hamlet sieht am Ende nur eines ein, dass er von vornherein verloren hatte. Entlassen wird das Publikum aus dem Roman denn auch mit einer arglistigen Liebeserklärung und Ode an die Kunst, an die erste Kunst, die Höhlenmalerei und an die Literatur, an Shakespeare's Sonette. In Wahrheit aber mit einer Ode Hamlets an sich selber. Hört mal zu. Ich denke an Auerochsen und Engel, an das Geheimnis zeitbeständiger Pigmente, an prophetische Sonette, an die Zuflucht der Kunst. Und dies ist die einzige Unsterblichkeit, betonen wir das, die einzige Unsterblichkeit, an der du und ich gemeinsam teilhaben dürfen, meine Lolita. Ende, Schluss, aus. Hamlet hat Dolores Hayes in der Zuflucht der Kunst verewigt. Unsterblich ist sie nur durch ihn. Sie, seine, meine Lolita, gehört ihm noch im Tod. Von dieser Perspektive aus ist Lolita das, was wir am wenigsten erwartet hätten. Ein feministisches Meisterwerk, ohne aktivistisch, ohne Propaganda zu sein. Man muss Nabokov nur richtig lesen lernen. Nabokov ging es gerade darum, dass der Leser hinter Hamlets Diamanten funkelnde Kulissen zu blicken lernt, wie Michael Mahr das einmal ausgedrückt hat. Hamlet kann vergewaltigen und töten. Zu empfinden aber vermag dieser mitleidsfremd verächtliche Dandy-Ästhet nur, was in Greifweite seiner grausamen Selbstsucht liegt.
Wenn man den Roman Lolita nicht quer und überliest, so wie Humbert die Tragödie, Trauer und Tapferkeit vieler seiner Mitmenschen übersieht, wird bemerken, dass der Roman von Terror und Grausamkeit nur so durchsetzt ist. Gerade dadurch, dass Humbert sein Opfer Dolores zwanghaft nur ganz selten zu Wort kommen lässt, da er nur an seiner Lolita, als seiner Projektion interessiert ist und nicht an ihr selbst und nicht so, wie sie sich sieht und fühlt. Im Grunde ist Dolores ein Kind, ein Kind, das bei der Geburt eines Kindes sterben wird, für Humbert als eigenständiges Wesen bereits von Anfang an tot. Eine kleine, wie einmal sagt, Gespenstererscheinung. Ist also Lita gelähmt und eingesponnen in Humberts Zerrbild von ihr. Berühmt wie berüchtigt geworden ist die Szene an einem sonnenhellen Sonntagvormittag in Ramsdale. Da es sich Dolores mit ihren Beinen über Humberts Schoß unschuldig auf dem wohnzimmerlichen Sofa bequem gemacht hat. Humbert schreibt: Ich war mittlerweile in einem Zustand der Erregung, der an Wahnsinn grenzte, aber hatte auch die Schleue eines Wahnsinnigen. Es gelang mir dank einer Reihe verstohlener Bewegungen, meine maskierte Lust mit ihren arglosen Beinen in Einklang zu bringen. Vorsichtig verstärkte ich die zauberhafte Reibung, die, wenn noch nicht tatsächlich, so doch in der Vorstellung die mürbe Textur des stofflichen Schranks aus Pyjama und Morgenmantel zwischen ihren sonnengebräunten Beinen und der verborgenen Geschwulst einer unsagbaren Leidenschaft verschwinden ließ. Pause. Hier begingen wir dem Zepter seiner Leidenschaft vom Riviera-Strand als vielsagend rohes, unbarmherziges Geschwulst wieder. Weiter. Ich gelangte auf eine Seinsebene, wo nichts galt außer dem Lustextrakt, das in meinem Körper gärte. Nun, da die tiefe, heiße Süße gesichert und auf gutem Wege zur äußersten Konvulsion war, wusste ich, dass ich langsamer vorgehen durfte, um die Glut zu verlängern. Lolita war ganz in sich selbst verstrickt. Aha, der Satz ist wichtig. Er war ganz in sich selbst verstrickt. Am Rande des Wollustabgrunds schwebend, erreichte mein stöhnender Mund, meine Herren Geschworenen, fast ihre bloßen Nacken, während ich die letzte Zuckung der längsten Ekstase, die Mensch oder Monster je zuteil wurde, an ihrer linken Gesäßhälfte verebben ließ. Das goldene Ziel, also der Orgasmus, ist erreicht, ohne vorläufig noch die Moral einer Minderjährigen anzutasten. Lolita gleicht in dieser Szene einer Onanievorlage, ist meine eigene Schöpfung, wie Humbert schreibt. Für ihn viel wirklicher als das Mädchen dahinter, ist willenlos, bewusstlos, ja ganz ohne eigenes Leben. Im Schlaf, in den Betten, von Motel zu Motel, später, atmet sie kaum, still wie ein gemaltes Mädchenkind, wie er sagt. Als schlummere sie sich in einen vorzeitigen Tod hinein, so als wäre sie ein Leichnam vor ihrer Zeit. So macht Humbert Dolores zunichte. Und es verwundert auch nicht, dass ihr wahrer Name an die Mater Dolorosa erinnern soll, Mutter Gottes Maria, Mutter der Schmerzen, die sie bei der Kreuzigung ihres Sohnes durchlitt. Als Dolores von Claire Quilty geflohen ist und einen Kriegsveteran, Richard F. Schiller, geheiratet hat, presst sich Dolores beim Eintritt ihres einstigen Peinigers Humbert in ihr Haus vor Furcht gegen die Tür und wirkt kurz wie an die Tür genagelt. Nabokov lässt in dieser Passage jedoch das Wie in wie an die Tür genagelt bewusst weg. Ich zitiere ganz die zentralste Stelle des Romans. Meisterhaft. Komm rein, sagte sie mit gewaltsamer Fröhlichkeit. So flach sie nur konnte. Also vergessen wir nicht, sie ist hochschwanger, drückte sie sich gegen die splitternde, morsche Tür, um mich vorbeizulassen, hob sich sogar ein wenig auf die Zehenspitzen und war für eine Sekunde gekreuzigt, den Blick und das Lächeln zur Schwelle gesenkt, die Arme weiß wie verwässerte Milch gegen das tote Holz gespreizt. Nabokov weint, als er diese Kreuzigungsszene schrieb. Auch ihren einsamen Tod hat Dolores vorausgeahnt, als sie längst in die Fänge Humberts geraten ist. Und diese Szene ist auch darum so eindrücklich, weil unserem Dozenten Humbert kurz seine Virtuosität abhanden kommt. Inmitten all seiner Projektionen von Lolita, da er nur immer von sich und sich und sich selber spricht und die Leserschaft damit hypnotisiert, zitiert er Lolita einmal nicht
mit ihren Teenager-Sätzen, hinter denen sie sich vor ihm verbirgt und schützt. Hammett gesteht, er habe, Zitat, halb unterdrückte Erinnerungen, die sich jetzt, also zum Zeitpunkt der Niederschrift seiner Verteidigung, zu gliedlosen Ungeheuern auswachsen und mich peinigen. Einmal auf einer direkt in den Sonnenuntergang führenden Straße wandte Lolita sich an die kleine Eva Rosen. Ich ging mit den beiden Nymphlein in ein Konzert und stand im Gedränge an der Kasse so dicht hinter ihnen, dass es sich fast anstieß. Wandte sich Lolita an Eva und beachtet ihr bitte, Hammett wiederholt den Satz, wandte sich Lolita an Eva. Seine Syntax läuft ihm plötzlich aus dem Ruder. Hammett verliert die Kontrolle. Wandte sich an Eva und als Antwort auf irgendetwas, das diese gesagt hatte, ja Gott, dass sie lieber tot wäre, als Milton Pinsky, einen Schuljungen aus ihrem Bekanntenkreis, über Musik sprechen zu hören, machte meine Lolita sehr ruhig und ernst die Bemerkung, weißt du, was am Sterben so entsetzlich ist, dass man dabei ganz auf sich allein gestellt ist. An diesem Punkt sinken plötzlich all diese Sprachornamente Hammetts in Trümmer. Weggeblasen ist der ganze Diamantenstaub seiner Prosa. Und übrig bleiben nur harte graue Kiesel, wie wiederum Michel Mar gesagt hat. Dolores hat ihr Leid jetzt bereits auf sich allein gestellt zu sein zum Ausdruck gebracht. Der Leser erschrickt, da Dolores Hayes einmal ganz kurz leibhaftig und hilflos vor sich hat. In Hammetts Klauen, einsam auf sich allein gestellt. Kurzum, die Moral des Romans lautet in erster Linie natürlich nicht, man solle seine Finger vom kleinen Mädchen lassen, das ist sowieso klar. Sie lautet vor allem auch, es halte sich keiner für den Mittelpunkt der Welt. Hör zu, wenn jemand etwas sagt, denn vielleicht sagt er dir, dass er leidet, dass er, dass sie kaputt geht, zerbricht, wie Dolores Hayes. Mit Hammett hat Nabokov jenen diktatorischen, selbstsüchtigen, sexistischen Charaktertypus geschaffen, der die Herrschaft über das Leben anderer an sich reißt. Und mit Lolita deshalb einer der ersten großen feministischen Romane der Weltliteratur. Und mehr. Der Roman bildet jede Form totalitären Denkens ab und richtet sich gegen sie. Da wird Nabokov alles aufgewendet. Alles, was ihm an moralischer und ästhetischer Energie zu Gebote stand. Und darum schockiert dieser Roman. Bis heute. Sollte er einmal nicht mehr schockieren, na dann, dann ist entweder unsere Zivilisation verloren oder wir haben erreicht, was wir seit der Aufklärung wollten. Humanismus und Demokratie.